Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal hier bei HolyLOL. Heute ist es endlich soweit, das Turnierpunkte-Opening, welches ich angekündigt habe, und natürlich die Pokale aus der City Slam Herausforderung können wir auch noch öffnen. Aber vorher denkt dran, liken, kommentieren, abonnieren, in die Videobeschreibung schauen, beim Twitch-Account folgen, im Itemshop meinen Creator-Code eingeben. HolyLOL, dann unterstützt ihr mich ein bisschen. Aktuell ist der neue Aufkleber Somba drin im Itemshop. Also wer auf Somba-Reifen steht, gerne mal hier zuschlagen. Dann habt ihr es passend. Somba-Aufkleber, Somba-Reifen, whatever. So, wir gehen hier in die Turnierpunkte rein. Ganz entspannt, 148.200 Punkte. Belohnungen, wir öffnen. Schade, der ist noch gesperrt. Hätte ich aber eh nicht geöffnet. So, wir öffnen erstmal jetzt ein paar 4000er Pokale ganz flockig hintereinander weg. Sehr selten. Auch kein Mensch. Ich hoffe auf einen Schwarzmarkt. Auf einen schnellen Schwarzmarkt. Na, wir haben jetzt wieder keinen. Aber okay, die Jahrmarktente. Die Jahrmarktente haben wir schon mal. Zweimal. Wir haben sie zweimal. Zählt mal mit, wie oft wir die Jahrmarktente bekommen. Oh, Import. Sehr schön. Sehr selten. Ja, alles zum Uptraden bis jetzt. Wir bekommen ungewöhnliche Räder im 4000er Pokal, die wir auch hier drin kriegen können. Schaut mal, ich habe dieselben Räder. Das kannst du doch keinem erzählen. Die Turnierpunkte wollen mich verarschen. Ich kriege nur Schrott. Ich kriege nur Schrott. Schreibt mir mal in die Kommentare, wieder sehr selten. Schreibt mir mal in die Kommentare, was habt ihr bekommen? Habt ihr schon? Was gibt denn überhaupt? Moment. Wieso wird mir hier Schwarzmarkt nicht angezeigt? Es gibt nur einen Schwarzmarkt, hab ich gar nicht mitgekriegt. Das habe ich gar nicht mitgekriegt, dass es nur... Ich dachte, es gibt wieder zwei Schwarzmarkt-Items. Hä? Gibt es nur einen Schwarzmarkt? Schreibt mal in die Kommentare, ob es nur ein Schwarz oder ob das nur bei mir so ist. Das kannst du ja keinem erzählen. Warum denn das? Dann habe ich ja nur einmal eine Chance auf Schwarzmarkt. Und... Aber in Schwarz, wir haben hier eine Raketenspur. Nein, nicht eine Raketenspur, nur die Spur. Nur die Spur, Leute. Oh, in Schwarz und Weiß. Perfekt. Wenn jetzt noch die Torexplosion so kommt, bin ich zufrieden. Wir haben 87.000 Punkte noch. Der Aufkleber, den haben wir auch schon mal. Soll ich mal einen öffnen? Soll ich mal? Ich weiß es nicht. Soll ich? Soll ich nicht? Soll ich? Soll ich nicht? Ich soll. Da ist er. Schwarzmarkt-Torexplosion. Ah, jetzt kann ich beruhigter hier rangehen. Jetzt kann ich nämlich warten auf die Räder, die exotischen. Die dürften auch hier. Die dürften auch hier kommen. Da sind sie. Da sind sie. Schwarzmarkt-Torexplosion. Jetzt haben wir die Reifen. Was kommt denn als nächstes? Hatten wir schon? Hatten wir schon? Hatten wir schon? Die Fische haben wir noch nicht. Die Fische. Jetzt müssen wir die Fische noch holen. Nee, das nicht. Das nicht. Come on, Fische. Wieder diese komische Torhymne. Damit kann ich nichts anfangen. Ich habe sehr seltene Räder aus dem 12.000er. Leute, öffnet den 12.000er Pokal nicht. Lasst es einfach. Komm. Nochmal die Zähne. Nochmal eine Hymne. Denkt dran, wir haben auch gleich nur noch. Wir haben auch gleich noch die 5 Pokale. Da sind sie. Da sind die Fische. In Kobaltblau. Die Fische haben wir. Das haben wir. Die haben wir gerade gezogen aus dem 12.000er Pokal. Die Reifen haben wir. Wir haben, glaube ich, alles. Wir haben jedes Item. Jedes Item, was es gibt, haben wir schon. In lila. Jetzt kommen die Painted Items. Come on.
Oder auch nicht. Wir haben jedes Item. Ich kann jetzt ganz entspannt dem Season-Ende entgegengehen. Ich habe alle Turnierpunkte ausgegeben. Habe alles bekommen, was ich wollte. Ah, ich habe nur noch 3000. Dann machen wir das. Die Zähne. Und nochmal Reifen. Jetzt gehen wir erstmal ins Uptraden. Eigentlich bräuchte ich es gar nicht, ne? Mach es aber trotzdem. Alles weg. Alles weg hier. Komm. Wer braucht das? Wer braucht das, Leute? Niemand braucht das. Ah, der Dinosaurier ist aus der alten Season, ne? Naja, dann machen wir es so. Da sind noch mal die Fische. Jetzt haben wir noch zwei Import. Weg damit. Na, in Orange noch mal. Die haben wir jetzt auch, glaube ich, in drei verschiedenen Farben. Oh, der Aufkleber in Safrangelb. Orange oder Gelb? Gelb kommt weg, komm. Aber nicht painted, schade. Egal. Egal, wir haben das. Ich habe die Schwarzmarkttor-Explosion. Bin zufrieden. Jetzt müssen wir noch Inventar verwalten. Hier haben wir sie. Die 5 Goldpokale. Da erhoffe ich mir auch ein schönes Schwarzmarkt-Item. Mal schauen. Drop öffnen. Ja, ja, sieht gut aus. Nicht gut aus. Sieht nicht gut aus. Ein Sentio, aber in Titanweiß. Titanweiß ist okay. Eigentlich nicht, ist scheiße. Eigentlich ist es echt nicht gut. Eigentlich ist es echt nicht gut. Sehr selten wieder. Xenon Splash. Auch nicht gut. Aber dieses Item wird auch in Fortnite verfügbar sein. Also, das ist schön. Das gefällt mir. Drop öffnen, komm. Jetzt aber, komm, Schwarzmarkt oder exotisch wenigstens. Wieder. Aber einer der schönsten Banner im Spiel, finde ich. Hilft mir nicht weiter. Aber ist einer der schönsten Banner. Wie seht ihr das? Gefällt euch auch der Banner? Und wieder nur sehr selten. Haben wir Blitze. Aber das ist auch eine sehr schöne Spur. Die ist dezent, die ist schick. Die gefällt mir. Hilft mir aber auch nicht. Ich will doch ein Schwarzmarkt-Item. Komm, ich habe... Wie viele 100 Spiele muss man machen für die Schei? Und dann kriege ich einen Breakout-Aufkleber. 100 Spiele und es ist nur Schrott drin. Das ist doch nicht normal. Weg, 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 alles weg hier. Was können wir denn hier eintauschen? Oh, ein Dominus. Ich habe einen Dominus. Und handeln kann ich auch nicht mehr. Area 51. Bringt es nicht. Bringt es nicht, Leute. Ich möchte, dass ihr mir jetzt in die Kommentare schreibt, was hattet ihr? Habt ihr auch schon die Torexplosion gezogen? Wir schauen uns mal die nochmal an am neuesten. Und da ist sie. So. Die ist jetzt nicht übermäßig geil, ne? Also da muss ich ja sagen, auch wenn viele Leute sagen, die Kaugummi-Tor-Explosion war... Hä? Die Kaugummi-Tor-Explosion sieht nicht gut aus, aber die sieht ja wohl um Welten besser aus. Nochmal. Die sieht ja wohl um Welten besser aus als die. Hä? Oder nicht? Warum zeigt er mir denn die an? Jetzt. So. Die sieht ja wohl kacke aus. Da muss man ja auch mal ehrlich sein. Ne? Es bringt ja nichts zu sagen, oh toll, super und ich werde die nie spielen. Nie. Schreibt mir eure Meinung auch gerne mal. Ich werde sie nicht spielen. So Leute, das war's für heute. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und denkt dran, liken, kommentieren, abonnieren. Haut rein, bis dahin.
Ciao, ciao. Und hier die Grüße an meine Kanalmitglieder, an meine lauten Unterstützer. Vielen Dank, Phoenix. Vielen Dank, AKSW. Vielen Dank, Phil. Und vielen Dank, Tombstone. Vielen Dank für eure Unterstützung.